Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich freue mich, dass Sie heute auch sehr zahlreich an unserem Bahamas-Webinar teilnehmen. Wir haben keine 500, aber doch immerhin 50 Anmeldungen und es füllt sich so langsam hier bei uns. Möchte ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Darf mich noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Elena Link vom Fremdenverkehrsamt der Bahamas in Königstein in der Nähe von Frankfurt. Und unser heutiges Thema ist oder sind die beiden Inseln Andros und die Exumas. Bevor wir aber jetzt gleich die Schweine besuchen, möchte ich mit Ihnen einen kleinen, kurzen gemeinsamen Abstecher auf eine andere, wirklich sehr, sehr interessante Insel machen, nämlich nach Andros. Andros ist die flächenmäßig größte Insel der Bahamas. Sie ist nicht sehr viel länger als die anderen. Sie ist auch um die 170 Kilometer lang, dafür aber mit einer Fläche von fast 7000 Quadratkilometern die größte Insel der Bahamas und eine der größten Inseln in der Karibik auch. Nach Florida sind es Luftlinie 300 Kilometer und nach Nassau sind es nur 50 Kilometer. Und sowohl von Florida als auch von Nassau aus ist Andros sehr schnell erreicht, beispielsweise mit Flamingo Air, mit Staniel Air oder Maker Air, wobei Maker Air täglich ab Fort Lauderdale nach Andros fliegt. Die Flugzeit ab Nassau sind lediglich 20 Minuten und die Flüge können über fast alle Hotels in Andros organisiert und auch gebucht werden. Andros zu entdecken ist gar nicht so leicht. Wer hierher kommt, der muss tatsächlich ganz genau wissen, wo er eigentlich hin möchte. Und ich glaube, der Blick auf die Landkarte erklärt das sehr gut. Andros besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Inseln, die durch Sumpfland miteinander verbunden sind. Und wer die Insel tatsächlich erkunden möchte, dem empfiehlt sich das ausschließlich mit einem lokalen Guide zu tun. Sowohl im Nord, in der Mitte von Andros, als auch im Süden gibt es jeweils einen eigenen Flughafen. Und zwischen diesen kleinen Inselteilen bewegt man sich mit Fährtaxen oder mit Schnellbooten. Besiedelt ist ausschließlich die Ostküste. Hier findet man die drei Hauptorte: Nicholstown, Andros Town in der Mitte und Congo Town. Das Inselinnere von Andros ist bedeckt von dichten Pinien-, Kiefer-, Mahagoni-Wäldern mit wilden Orchideen. Über 50 Orchideenarten wachsen hier. Und der Westen hingegen besteht aus Mangrovenwäldern, die eine wunderbare Kinderstube sind für die Fischwelt. Die Kleinen, die gerade hier geschlüpft sind, die warten ganz geschützt, bis sie hinaus dürfen oder können ins offene Meer. Andros ist anders. Andros ist unser Naturstar in den Bahamas. Die Sonne und der Wind und das Meersalz, die arbeiten unaufhörlich an den Gebäuden, an den Fahrzeugen, an den Straßenbelägen. Und trotzdem oder gerade deshalb, weil Andros so schwer zugänglich ist, hat sich die Insel ganz viel von ihrer landschaftlichen Schönheit bewahrt. Die Insel ist auch die größte Frischwasserquelle der Bahamas. Fast 20 Millionen Liter Süßwasser werden täglich nach Nassau verschifft. Und wie überall in den Bahamas trifft man immer auf sehr, sehr freundliche und offene Menschen. Die Insel umfasst nicht einen oder zwei, sondern fünf Nationalparks und ist die Insel mit dem größten geschützten Gebiet in den Bahamas. Und drei dieser Nationalparks möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Wir haben zum einen den Blue Holes National Park. Andros ist die Insel mit den meisten Blue Holes auf der ganzen Welt. 178 Stück sind hier anzutreffen und in diesem Fall sind es mit Süßwasser gefüllte Einbrüche im Kalkstein. Und in diesen Blue Holes leben ganz seltene Höhlenfische, wirbellose Tiere, die man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Dann gibt es den Westside National Park. Der deckt den westlichen Teil der Insel ab mit großen Feuchtgebieten. Es ist ein tolles Rückzugsgebiet für Zugvögel und auch für den westindischen Flamingo.
Das Highlight aber unter den Nationalparks ist der Andrews North and South Marine Park. Andrews hat das größte oder das drittgrößte Barrier Reef der Welt nach Australien und Belize und damit den drittgrößten lebenden Organismus auf unserem Planeten. Liegt hier vor der Ostküste. Es ist ein erstklassiges Tauch- und Schnorchelrevier. Diese Gegend ist voll mit Leben. 125 Kilometer lang erstreckt sich dieses Riff vor der Ostküste und hier kann ganz wunderbar geschnorchelt und getaucht werden. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Hausriffen, die von Land aus erreichbar sind, aber der größte Teil des Tauchens wird dann doch durch den Transfer mit kleinen Schnellbooten hinaus aufs Riff durchgeführt. Ja, und für fortgeschrittene Taucher gibt es auch was ganz Großartiges, nämlich die Zunge des Ozeans, Tongue of the Ocean. Das ist, man sieht es hier gut auf der Landkarte, das ist ein Tiefseegraben vor diesem Korallenriff. Und dieser Graben hat bis zu 2 Kilometer tief abfallende Steilwände. Und das ist ein großartiges Tauchrevier. Und alles zusammen ist es die Heimat von über 164 Arten an Fischen und Korallen. Und man kann sich vorstellen, nahezu jedes Hotel verfügt über eigene Tauchschule hier an der Ostküste oder ist an eine solche angegliedert und man trifft hier Taucher aus der ganzen Welt. Wenn wir über die Nationalparks reden, dann muss oder möchte ich ganz gern was kurz loswerden zum Naturschutz in den Bahamas. Die Bahamas sind Vorreiter beim Naturschutz in der Karibik. Vor über 60 Jahren waren die Bahamas der erste Staat in der Karibik, der sich den Schutz der Natur auf die Fahnen geschrieben hat. 1959 wurde der Bahamas National Trust durch ein Parlamentsgesetz ins Leben gerufen. Und diese Organisation erschließt und betreut und verwaltet heute insgesamt 32 Nationalparks in den Bahamas. Und es gibt eine ganz tolle Website, die habe ich hier unten eingeblendet, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Andrews ist aber auch, oder nicht nur ein Paradies für Taucher, es ist auch ein Paradies für Ornithologen. Ich hatte vorhin schon die Zugvögel angesprochen. Und auch für Fliegenfischer. Die Bahamas sind ein Muss für Fliegenfischer. Man sagt, es sei die Königsdisziplin des Angelns. Und in den Flachwasserzonen, gerade im Westen der Insel, vom Boot aus oder knietief wartend in den Mangroven, sind die Angler unterwegs, in der Regel mit einem erfahrenen lokalen Führer, einem Guide. Und die Tierschützer wird es freuen. Denn die Knochenfische, die kommen ja nicht in die Pfanne, sondern die kehren unversehrt zurück ins Meer. Andrews hat noch etwas sehr Schönes. Hier sieht man nochmal die Fliegenfischer. Andrews hat noch etwas sehr, sehr Schönes, sehr farbenfrohes, nämlich die Androsia batiken. Die werden hier auf Andrews entworfen, gefärbt und verarbeitet. Man sieht hier die Stempel, mit denen der Stoff gedruckt wird. Und die Fabrik kann natürlich besichtigt werden. Man bekommt die einzelnen Arbeitsschritte erklärt und man kann hier auch einkaufen. Vorhänge, Bettwäsche, Tischtücher und, und. Und die Stoffe, die sind wirklich bei den Einheimischen, sowohl bei Männern als auch Frauen, extrem beliebt. Also gerade als Hemd, als T-Shirt, als Kleid sieht man das überall auf den Bahamas. Die Auswahl an Unterkünften in Andrews ist überschaubar, aber trotzdem sehr vielfältig. Vor allem Tauch- und Angelresorts findet man hier natürlich zuhauf. Beliebt bei deutschen Gästen und auch bei vielen unserer Tauchreiseveranstalter im Programm ist Small Hope Bay Resort mit einer sehr, sehr guten eigenen Tauchschule. Das Hotel gibt es schon seit 1960 in der zweiten Generation geführt heute. Und wonach Sie im Reisebüro wahrscheinlich weniger oft gefragt werden, aber auch das haben wir auf den Bahamas. Wir haben Lodges für die Fliegenfischer, wie beispielsweise Bears Lodge. Und hier sind die Angler wirklich unter sich mit bei sehr viel Komfort, sehr hübsch ausgestattet. Und am Abend tauscht man sich dann über den besten Köder und über den besten Fang aus. Jetzt gibt es noch zwei Hotels auf Andrews, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die muss ich Ihnen einfach zeigen. Das eine ist Kamalama Key. Der Name klingt schon so schön. Und es ist ein sensationelles All-Inclusive-Ferienhotel
Fünf-Sterne-Boutique-Hotel. Und allein die Lage auf der Sandbank ist spektakulär. Wirklich in the middle of nowhere. Absolut versteckt, aber mit einer Top-Erreichbarkeit ab Florida. Wenn Sie Gäste haben, die in Florida Urlaub machen und etwas ganz Besonderes suchen, was Verstecktes, was sehr Privates, kann ich Ihnen wirklich nur Cameron McKee ans Herz legen. 3 Kilometer Strand, 23 klimatisiert und wirklich ganz hübsch eingerichtete Villen mit bis zu 4 Schlafzimmern, alle mit Terrasse, Fernseher, DVD, Nespresso-Maschine und, und. Es gibt mehrsprachiges Personal, das bei der Planung von den Aktivitäten vor Ort auch hilft, beispielsweise Tauchen, wieder Fischen, Schnorcheln oder Kajaktouren. Ein anderes Juwel auf Andros im Süden der Insel gelegen ist Tiamo Resort. Ebenso versteckt und auch wieder all-inclusive, um es dem Gast möglichst bequem und einfach zu machen. Es ist ein Öko-Resort und es ist Mitglied der Small Leading Hotels of the World. Es ist nur per Wasserflugzeug erreichbar und dann sind es trotzdem noch mal 10 Minuten mit dem Boot. Die persönliche Begrüßung erfolgt dann durch den französischen Hotelmanager, der auch zugleich der Besitzer ist. Das Hotel hat 13 klimatisierte freistehende Cottages, alle ohne Fernseher, aber mit Minibar. Einige mit einem privaten Pool, andere in direkter Strandlage. Wie es sich für den französischen Besitzer gehört, gibt es ein Gourmet-Restaurant. Ansonsten alle Annehmlichkeiten, Spa, Fitnesscenter, eine eigene Tauchschule, geführte Naturwanderungen und es werden sogar private Tagesausflüge, und die Betonung liegt hier wirklich auf Flug, zu den schwimmenden Schweinen auf die Exuma Keys angeboten. Das ist Tiamo Resort, ein wirklich, wirklich traumhaft schöner Ort. Und jetzt hüpfen wir dann auch schon rüber auf die Exumas zu den schwimmenden Schweinen. Und nur hier findet man sie, die original schwimmenden Schweine, die immer öfter kopiert werden, nicht nur außerhalb der Bahamas, in der Karibik, sondern auch in der Karibik, in den Bahamas selbst, auf anderen Inseln. Die Exumas bestehen aus 165 Inseln. Wir sagen für jeden Tag des Jahres eine. Und diese Inseln sind geradlinig wie an einer Perlenkette aufgezogen. Und die Exumas sind das Wunschziel der meisten Bahamas-Reisenden. Und die Exumas sind der Zweitwohnsitz von berühmten Persönlichkeiten, Johnny Depp, David Copperfield, die Talkmasterin Oprah Winfrey und viele, viele andere Höchstverdiener haben hier ein eigenes Key mit einem traumhaften Anwesen. Die Exumas sind von Miami aus sehr gut erreichbar mit Delta Airlines oder aber von Nassau in 35 Minuten mit Bahamas Air oder Flamingo Air. Und die Exumas beginnen südöstlich von Nassau. Das hat man eben gut auf der Landkarte gesehen. Und sie erstrecken sich nahezu geradlinig über circa 200 Kilometer in Richtung Süden. Die Exumas gliedern sich in die Hauptinsel Great Exuma im Süden und noch weiter südlich gibt es die über eine Brücke verbundene Schwesterinsel Little Exuma. Auf Great Exuma ist der einzige Flughafen Georgetown und im Norden sind dann die Exuma Keys. Ja, die Anreise, der Flug auf die Exuma Keys ist wieder atemberaubend, also mehr Farben, mehr Blautöne braucht die Karibik eigentlich nicht. Und der Flug könnte mal wieder ewig dauern. Und nicht umsonst wurden hier mal verschiedene Hollywood-Blockbuster, wie beispielsweise Fluch der Karibik oder aber James-Bond-Filme gedreht. Ja, in Georgetown angekommen, auf Great Exuma, ist wieder alles sehr unbürokratisch. Das Büro der Mietwagenfirma liegt vis-à-vis vom Flughafen und man muss hier wieder nur ein bisschen Geduld mitbringen, bis man den Mietwagen hat. Wir wollen uns jetzt mal auf die Highlights der Exumas konzentrieren und da wäre zum einen die kleine Insel Stocking Island zu erwähnen, die nur 2 Kilometer von der Hauptstadt Georgetown entfernt ist. Hier kommt man rüber nach Stocking Island für 15 Dollar hin und zurück mit dem Wassertaxi und hier gibt es ein ganz bekanntes Restaurant, eine Bar, sie nennt sich Chat and Chill. Und hier kann man den ganzen Tag wirklich wunderbar die Seele baumeln lassen. Das ist Karibik pur.
Wenn wir über die Exuma Keys sprechen, und das möchten wir hier ja, dann müssen wir über den Exuma Land and Sea National Park reden. Er wurde 1958 gegründet und er ist das erste Meeresschutzgebiet auf den Bahamas, der erste Nationalpark in den Bahamas überhaupt und auch überhaupt in der Karibik. Er ist heute der meistbesuchte Nationalpark der Bahamas und er erstreckt sich über 110.000 Hektar Land und Meer. Und im gesamten Park kann man Korallenriffe erleben, man kann wunderbar schnorcheln, an Stränden und Sandbänken entlang spazieren, Tiere beobachten, Vögel, Schildkröte, Leguane. Es ist wirklich ein Paradies. Auf der kleinen Insel Roderick Wells Key, mitten in den Exuma Keys, gibt es auch ein Büro der Parkverwaltung und die Ranger, die hier stationiert sind, die patrouillieren auch regelmäßig im Park und überwachen auch, dass die Regeln einfach, dass die Yachten und die Besucher einfach die Regeln auch einhalten. Es gibt dort auch ein Besucherzentrum, wo man viel Wissenswertes über die Exuma Keys erfahren kann. Man hat das Skelett eines Pottwals am Strand aufgestellt und man kann auch Roderick Wells Key 11 Kilometer auf Wanderwegen entlang wandern. Der Exuma Land and Key Land and Sea National Park ist ein beliebtes Segelrevier. Das kann man sich vorstellen, wenn man von einer Insel zum nächsten Strand rüber segelt. Und hier möchte ich gerne den Yachtcharterer Sunsail, The Moorings, erwähnen, der hier eine eigene Basis hat mit sehr modernen Katamaranen, an deren Bord, ob mit oder ohne Skipper, man ganz wunderbar in den Exuma Keys kreuzen kann. Man hat die Unterkunft dabei, man wacht jeden Morgen an einem anderen Strand auf. Und die Kolleginnen und die Kollegen, die haben hier bei uns in Deutschland ihr Büro in Bad Vilbel und die sind Ihnen bei der Organisation und der Planung einer Reise mit dem Katamaran durch die Exuma Keys sehr, sehr gerne behilflich. Alternativ geht es mit eigener Muskelkraft, mit dem Kajak, mit dem lokalen Anbieter Out Island Explorer. Es ist ein Ehepaar, Dallas Knowles und seine Frau Tamara, und die bieten mehrtägige Paddeltouren an, mit Campen am Strand und sie begleiten diese selbstverständlich auch. Und die Sonnenuntergänge und der nächtliche Sternenhimmel sind inklusive. Das ist wirklich, das sind Erlebnisse und das ist Luxus der besonderen Art. Das sind einmalige Momente, bei denen kein Fünf-Sterne-Hotel dann wirklich mithalten kann. Ja, alle wollen zu den schwimmenden Schweinen. Die liegen ganz nah oder befinden sich ganz nah in der Nähe von Staniel Key. Dort gibt es ein eigenes Hotel, eine eigene Flugpiste und einen Yachthafen und es sind bezaubernde 14 auf Stelzen stehende Zimmer mit Klimaanlage, mit WLAN, mit Pool, Clubhaus, Restaurant, auch ein Pub. Und hier treffen sich Segler und Skipper aus der ganzen Welt. Und das ist auch der Flughafen, der am nächsten an den schwimmenden Schweinen dran ist. Eine Landepiste, ist aber kein internationaler Flughafen, das muss man wissen. Also man muss zuvor an einem anderen Punkt in den Bahamas eingereist sein. Die Einreiseformalitäten muss man bereits abgewickelt haben, bevor man dann letztlich hier in Staniel Key landen kann. Unser Tagesausflug zu den Schweinen beginnen wir jetzt auf der Hauptinsel Great Exuma, weil wir da unser Hotel haben. Und man kann diesen Ausflug, diesen Tagesausflug selbstverständlich schon bei unseren Reiseveranstaltern hier vorab buchen, aber auch an jeder Hotelrezeption in den Exumas, ich möchte behaupten auch in den Bahamas überhaupt. Und man kann vor Ort natürlich generell zwischen verschiedenen lokalen Anbietern auswählen. Das Ziel ist immer das gleiche, aber der Komfort und die Leistungen an Bord variieren dann doch. Exuma Water Tours beispielsweise bietet den Ganztagesausflug zu 200 US-Dollar pro Erwachsenen an. Kinder zahlen 150 US-Dollar. Inklusive ist ein Hoteltransfer, Softdrinks an Bord und die Schnorchelausrüstung. Nicht inkludiert in diesem Preis ist das Mittagessen. Ja, und so läuft der Ausflug zu den schwimmenden Schweinen ab. Je nach Lage der Unterkunft wird man zwischen 7:30 oder 8 Uhr abgeholt und man ist gegen 17 Uhr zurück im Hotel.
Also es gibt ein frühes Frühstück und danach bringt einen der sehr komfortable Bus, 30 Sitzer, ganz bequem in den Norden von Great Exuma zu dem Bootsanleger. Unterwegs werden natürlich weitere Gäste eingesammelt und die Fahrt dauert so circa 45 Minuten. Ist man angekommen, dann sucht man sich einfach ein Plätzchen auf dem Boot. Und Sie sehen, das Boot oder die Gäste an Bord sind jetzt nicht vor dem Wind irgendwie geschützt. Und man fetzt wirklich in gefühlten 1,5 Stunden über das Meer. Die nehmen richtig Fahrt auf mit 3 Außenbordmotoren. Und wer da ein bisschen empfindlich ist, der sollte auf einen Windschutz achten, also auf eine Jacke. Denn es kann schon an Bord wirklich während dieser schnellen Überfahrt etwas chilly werden. Ja, super nett sind die Captain und ihre Crews. Das hier ist jetzt Captain Patterson, in unserem Fall war es jetzt Captain Smiley. Die sind super nett, die sind sehr, sehr freundlich und die wissen einfach, dass sie den genialsten Job der Welt, den genialsten Job auf der ganzen Welt haben. Ja, was man wissen muss bei diesem Tagesausflug, handelt es sich eigentlich um ein Gesamtpaket, weil es werden mehrere Stops angefahren und bei jedem Stop verweilt man so um die 20 bis vielleicht maximal 40 Minuten und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Highlight. Der erste Stop ist die James Bond Thunderball Grotte. Drehort des gleichnamigen Films. Sie wirkt von außen etwas unscheinbar, aber von innen ist es ein echtes Erlebnis. Allerdings, man muss sie sich erschwimmen, denn das Boot kann hier nicht in die Grotte reinfahren. Der nächste Stopp ist in der Regel eine atemberaubende Sandbank, also 50 Shades of Blue. Und hier werden durchaus auch mal Hochzeiten, Trauungen durchgeführt, weil das einfach so fantastisch ist. Der nächste Stopp ist Compass Key und das ist mein persönlicher Lieblingsort. Das Key ist in Privatbesitz und es müssen zusätzlich 10 Dollar bezahlt werden, wenn man dann hier tatsächlich vom Boot an Land gehen möchte, um die Ammenhaie zu besuchen und das lohnt sich. Man kommt ja eigentlich, um die berühmten schwimmenden Schweine zu sehen und man ist um ein Vielfaches mehr von diesen friedlichen, hier frei lebenden Ammenhaien fasziniert und von der ganzen Atmosphäre von Compass Key. Das ist ein unfassbar türkisfarbenes Wasser und selbstverständlich geht man hier ins Wasser auch rein, um damit die Haie ganz nah an einem vorbeischwimmen. Man darf sie auch berühren, man muss ein paar Regeln beachten, aber das ist ein irres Erlebnis. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu den schwimmenden Schweinen, nach Big Major Key. Ich habe einen Pfeil, ich habe es mit dem Pfeil markiert, es liegt mittendrin in den Exuma Keys und es ist bei so vielen Menschen auf der Bucketlist. Die Insel ist nur mit dem Boot erreichbar und die kommen auch gleich angeschwommen, die schwimmenden Schweine, weil leckeres Toastbrot im Anmarsch ist und die recken und die strecken sich. Und absolut goldig sind natürlich die kleinen Babyschweine, die jetzt allerdings noch nicht ins Wasser kommen zum Schwimmen. Das trauen die sich noch nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Größe dieser Keiler, die man hier sieht, der sich hier so streckt, also schon beachtlich ist. Vor denen kann man wirklich Respekt haben. Aber es ist wirklich vom Babyschwein bis zur Muttersau ist alles dabei. Und es ist einfach, es ist ein Erlebnis. Und wenn man eine oder 2 Wochen oder 10 Tage in den Bahamas unterwegs war und Inselhüpfen gemacht hat und alles. Und man fragt die Leute am Schluss, was war dein schönster Moment in den Bahamas? Und die Antwort wird grundsätzlich sein, die schwimmenden Schweine. Es ist einfach faszinierend. Aber man kann hier auch natürlich super gute Fotos machen und tolle Selfies, die man dann mit nach Hause bringt. Letzter Stopp nach einem sehr, sehr guten bahamaischen Mittagessen im Restaurant auf einem anderen Key ist Allen's Key, die großen Leguane. Und die leben hier in ihrer natürlichen Umgebung und da kann man auch an den Strand gehen und kann sie füttern. Und die sind sehr scheu, die laufen dann auch durchaus mal wieder weg. Aber die wissen auch schon, da kommt ein Boot und da kommt Futter
Und dann rotten die sich auch schon zusammen. Und das ist auch wirklich ein tolles Erlebnis. Ich möchte Ihnen noch einige wenige Hotels auf den Exumas vorstellen. Zum einen das Grand Isle Resort und Spa auf Great Exuma. Es ist ein gepflegtes Hotel, liegt benachbart zum Sandals Resort. Und beide Hotels teilen sich die schöne Emerald Bay, einschließlich des 18-Loch-Golfplatzes. Grand Isle Resort hat 72 Zimmer, Suiten und Villen mit vollständig eingerichteten Küchen zum Teil, in einem ganz weitläufigen Garten mit allen Annehmlichkeiten eines sehr, sehr, sehr guten 4-Sterne-Plus-Hotels. Oder aber das luxuriöse Sandals Emerald Bay, der bekannten karibischen Hotelkette Sandals Resorts. Wir haben zwei davon in den Bahamas. Das andere Sandals Resort befindet sich in Nassau, Sandals Royal Bahamian Liman. Und beide Hotels lassen sich natürlich wunderbar kombinieren. Sandals Resorts sind ultra all-inclusive und man muss wissen, sie sind nur für Paare. Sandals Emerald Bay hier hat 249 Suiten in 21 Zimmerkategorien. Es gibt 11 Restaurants. Das Resort hat 6 Bars, 3 öffentlich zugängliche Pools, Whirlpools, Premium-Getränke inklusive, Land- und Wassersport inklusive, auch Tauchen, ein Red Lane Spa und in den höchsten Kategorien ist auch der Butler-Service inkludiert. Und das ist wirklich Urlaub auf sehr, sehr hohem Niveau für Kunden, die einfach die Zweisamkeit genießen möchten. Ebenfalls bei vielen unserer Veranstalter im Programm hier nochmal ein Blick auf das wirklich sehr, sehr hübsche Sandals Emerald Bay. Bei den Veranstaltern auch im Programm das schöne Bed and Breakfast Paradise Bay mit nur 11 klimatisierten Zimmern, toll ausgestattet mit einem sehr, sehr guten Restaurant, dem La Fourchette. Oder aber das Exuma Beach Resort, 9 freistehende Cottages in einer traumhaften Lage am langen, langen Strand. Auch eine hervorragende Wahl. Und wenn es ganz luxuriös sein darf, dann empfehlen wir Ihnen Foul Key oder Musha Key. Vielleicht das luxuriöseste Inselresort der Welt. Und natürlich gibt es eine eigene Landepiste hier auf der Insel. 5 verschiedene sehr elegante Villen gibt es hier für insgesamt 24 Gäste. Und dann kümmern sich 30 Angestellte um ihr leibliches Wohl. Und der Preis für eine Übernachtung liegt, je nach Gästezahl oder beginnt, ab 40.000 bzw. 60.000 Dollar die Nacht. So. Mit diesem Kopfkino sind wir auch, oder entlasse ich Sie in den Mittwochmorgen. Wir sind tatsächlich wieder in der Zeit geblieben und am Ende von unserem heutigen Webinar angekommen. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, heute dabei zu sein, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, Sie am 5. Juni wieder an gleicher Stelle hier begrüßen zu dürfen. Dann verlassen wir die Thematik der einzelnen Inseln und wir widmen uns dem Thema Tauchen und Schnorcheln in den Bahamas. Ich möchte Ihnen die besten Tauchreviere in den Bahamas zeigen. Unsere Bahamas Schaufensterdeko, die können Sie natürlich weiterhin kostenlos bei uns bestellen. Die schicken wir Ihnen gerne zu. Eine kurze E-Mail an info@bahamas.de genügt. Und ansonsten möchte ich wieder auf unsere deutschsprachige Internetseite verweisen. Sie finden hier ganz viele tolle Tipps, Ausflugstipps, Restauranttipps. Also ansonsten immer gerne bei uns anrufen. Wir helfen immer weiter, so gut wir können. Und vielleicht möchten Sie uns auf Facebook folgen oder auf Instagram. Und ich schaue gerne in den Chat nochmal rein. Das hatte ich jetzt vorhin nicht erwähnt. Ich bin auch alleine im Büro. Ansonsten gerne Ihre Fragen an info@bahamas.de. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur Ihnen ein ganz tolles, langes Pfingstwochenende zu wünschen. Einen weiterhin schönen Mittwoch. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme heute und Ihre Aufmerksamkeit und kann eigentlich nur sagen, it's better in the Bahamas. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.